So, ich würde sagen, dann können wir heute schon mal loslegen. Mit dem Livestream. Wir werden heute wieder ein bisschen weitermachen mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, wir warten allerdings noch ein bisschen, ein paar Leute, die mehr da sind. Es gibt ja keinen Sinn, wenn Leute hierbei zuschauen wollen. Und dann können sie nicht zuschauen, weil es nicht funktioniert. Ne? Das wäre jedenfalls jetzt mein Plan. So. Gut. Oh, ich habe die Cam aus, merke ich gerade. Moin. Wie oft hast du schon durchgespielt? Ich habe Breath of the Wild jetzt mittlerweile. Wenn wir es jetzt im Stream durchspielen, hab ich's fünfmal durchgespielt, glaube ich. Allerdings muss man dazu sagen, dass für mich durchspielen weit mehr als nur die Story durchspielen ist. Wenn ich nur die Story rechnen würde, hätte ich es bestimmt 12-mal durch oder so. Aber ich renne halt immer sehr viel auch so rum und schaue mir Zeug an und sammle Sachen und mache tolle Sachen und tolle Dinge und keine Ahnung. Genau. So, ich denke, der Großteil ist jetzt schon da. Dann können wir schon mal. Starten. Wollte ich sagen. Ah, okay. Hier dürfen wir nicht starten. Das ist nämlich der große Account. Obwohl, wir können da nicht mal kurz da reingucken. Ach nee, das geht nicht. Wenn wir da reingucken, dann ist der Speicher weg. Hat er die Möglichkeit, mehr oder weniger zwei Saves darzustellen. Man hat den Autosave und man hat halt den normalen Save State. Wenn man den Save State überschreibt, hat man ein Problem. Rein theoretisch gesehen könnte ich auf einem anderen Profil nochmal das gleiche nachspielen. Ich werde mal gucken, ob ich den Save State übertragen kann. Momento. Wisst ihr was? Wir machen mal was anderes. Machen was anderes. Wir machen uns. Das hat mich nämlich gestern schon gestört. Wir machen uns einen neuen Nutzer extra für den Livestream.
So. Oh, den gibt's auch noch. Den Charakter gibt's noch, Alter, warte mal. Nehmen wir den, wenn wir den schon haben. Nehmen wir den, wenn wir den schon haben. Das ist der ursprüngliche Gaming-Account für den Livestream. Nicht der ursprüngliche Gaming-Account für den Livestream, das ist der ursprüngliche Gaming-Account für den, der ursprüngliche Gaming-Account für den, für die Gameplays gewesen. So. Machen wir es jetzt so. Wobei, wartet mal. Nein, nein, jetzt bin ich da reingegangen. Ich bin ja wieder neben der Spur, ey. So, wartet mal kurz. Wir müssen noch mal rausgehen. Geht das gerade schon? Nope. Ach, jetzt startet's von alleine. Müssen wir jetzt den ganzen Quatsch. Wollen wir den. Passt auf, wir machen es ganz einfach. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ihr entscheidet, soll ich das Ganze jetzt nochmal spielen, so wie wir es gestern gemacht haben? Und wir fangen mit dem Account nochmal neu an. Ich weiß nämlich nicht, ob man das konvertieren. Ich glaube, das kann man nicht rüberziehen, den Spielstand, wo wir hatten. Dieser Spielstand ist quasi nur für meinen eigentlichen Gaming-Account gewesen. Obwohl eigentlich haben wir keine große Wahl, ne? Die Sache ist die. Mir würde es nichts ausmachen, den anderen Spielstand ein für alle Mal zu überschreiben. Das Problem ist nur, dass ich auf dem Gaming-Account nahezu alle Crocs gesammelt habe. Nicht alle, aber fast alle auf dem Normal-Modus. Deswegen würde ich eigentlich diesen Account nicht gerne ändern. Ansonsten würde ich jetzt mal gucken, ob ich es probieren soll, es zu übernehmen. Ob das geht, das weiß ich nicht. Das glaub, kann ich eh nichts machen, oder? Doch. Es schreiben alle nein, aber es schreibt jetzt keiner, was genau ich machen soll. Ich soll nicht nochmal neu spielen. Oder was? Oder ich soll es nicht versuchen, das ist jetzt das Problem. Wenn ihr nur nein schreibt, weiß ich nicht, was ihr meint. Einer schreibt, jo, spiel neu. Das ist zumindest eine Info, mit der ich was anfangen kann. Ihr müsst mir schon schreiben, ob ich neu anfangen soll oder nicht. Kein Zelda spielen, gibt es nicht die Option. Nicht neu. Ja, schreibt jemand, das bringt mir auch nichts, die Info, mit der kann ich nichts anfangen. Die Sache ist die, es gibt nur zwei Möglichkeiten im Moment. Entweder ich kann es neu spielen, dann würde ich jetzt aber erst einmal in den Einstellungen rumfummeln, ja?
Oder wir spielen es einfach nochmal neu, bis zu dem Punkt, wo wir gestern waren, beziehungsweise über diesen Punkt vielleicht sogar noch hinaus. Ich würde das Ganze dann jetzt auf dem Plateau erstmal ein bisschen überfliegen, sprich, ich würde einfach nur das im Schnellmodus durchmachen, dass wir dann wieder 2 Stunden rumeiern. Genau, ansonsten würde ich jetzt halt einmal gucken. Also viele schreiben mich so nicht neu spielen. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir es nicht neu machen müssen, aber ich werde es mal gucken, ob es geht. Also ich probiere es jetzt auf jeden Fall. Ihr wollt es ja anscheinend, dass ich es mal probiere, ob man den Spielstand überschreiben kann. Das geht aber nicht. Ich kann nur den Spielstand löschen, leider. Das ist ja dämlich. Wieso gibt es die Option, warum heißt die Option auch verschieben, wenn ich es nicht verschieben kann? Das bringt mir nichts, was da steht. Okay, wir müssen es leider noch mal neu anfangen. Es könnte auch daran liegen, dass ich nicht genug Speicher habe. Okay, das war jetzt leider die Option. Es geht leider nicht. Man kann die Daten leider nur löschen. Es stand nur da löschen. Es stand kein Verschieben da. Es stand kein Kopieren da. Am Speicher kann es ja gelegen haben, weil ich habe noch 5000 MB drauf gehabt. Und 3000 oder was waren das nämlich? Ich will das nicht verknüpfen. Manu. Also wir haben leider bloß die Option, das nochmal neu zu starten. Tut mir echt leid, ich habe eigentlich gedacht, es geht. Ich hätte das gestern gleich so machen sollen. Mein Fehler. Aber gut, ich möchte ja den anderen Spielstand auch nicht überschreiben, ne? Das ist das Problem daran. Das Problem ist halt, auf dem Gaming-Kanal, wo wir aufgenommen haben, da war es ja so, dass wir. Auf dem Gaming-Kanal, auf dem wir aufgenommen haben, ne? Da ist es so, das kann ich euch dann bei Gelegenheit auch mal zeigen, vielleicht am Anfang vom nächsten Stream, beim nächsten Mal. Das Problem ist, ich habe bei genau diesem Spielstand auf Normal-Modus, habe ich nahezu sämtliche Crocs, nicht alle, aber fast alle. Und ich habe das so gut wie alles gemacht auf diesem Account. Deswegen möchte ich diesen Account beibehalten. Weißt du? Das ist das Problem. Ich werde auf jeden Fall das durchrocken. Also wir werden uns jetzt, sobald wir loslaufen können, werden wir auch direkt loslegen. Wir werden dann richtig durchfetzen. Ihr werdet jetzt sehen, ich brauche vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde für den ersten. Naja, halbe, dreiviertel Stunde schaffen wir vielleicht nicht. Das wäre ja Weltrekord. Na, Boni. Ich glaube, 15 Minuten ist das Plateau im Speedrun. So, ich mache mal wieder Vollbild für mich an.
So. Würde auch nicht mehr fast 900 Crocs sammeln. Ja, das mache ich nur einmal. Das ist das Problem daran, ne? Das ist genau das Problem. Weil ich das eben schon einmal so weit hatte, werde ich das nicht nochmal machen. Das Spiel ist riesig. Deswegen sage ich, es ist extrem krass riesig. Und wenn du einmal alles gemacht hast, du wirst nie wieder alles machen. Einmal ja, aber nie wieder. Außer du bist ein so richtig verrückter, kranker Typ, der wirklich noch den letzten Dies ist der Furz kann. Schikastein. Ja, laber nicht. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den Laber richtigen Weg weisen. nicht. Laber nicht. Ja, ich bin echt gespannt, wie lange ich jetzt brauche. Ihr könnt ja mal eigentlich mitrechnen, wenn ihr wollt, ab dem Zeitpunkt, wo wir jetzt losrennen. Halte den Schikastein über das Podest, dann wird der Weg sich dir öffnen. Speedrunner gehen hier übrigens rechts durch die Wand, weil es schneller geht. Die backen sich hier rechts irgendwie durch die Wand. Du bist das Licht, das halt mir wieder erstrahlen lassen wird. Du bist Ist das das Licht, Licht, das das heil mir wieder Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. erstrahlen lassen Es wird. ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Ja, Es das ist wissen wir Zeit, schon. deine Reise zu beginnen. Ja, mach ihn ne. So, dann haben wir die Meldung auch direkt bekommen. So. Das erste Spiel, das ich je gespielt habe, war die Lemmings. Also Lemmings. Das war so ein kleines Spiel, wo du so kleine Figuren hattest mit so grünen Haaren und die musstest du dann durch verschiedene Level schicken und wenn ein Lemming läuft dem anderen hinterher, ganz hinlos und wenn ein Lemming in die Tiefe fällt, in den Abgrund, fallen alle in den Abgrund. Das ist ein ziemlich cooles Spiel eigentlich, kann ich auch irgendwann mal zocken. Habe ich sogar für den Super Nintendo da. Ja, interessiert mich nicht. Mal schauen, ob ich mich noch mal an mein Training erinnere. Ich will nicht schieben. Ich habe gar nicht gewusst, dass man da volle Ausdauer wieder kriegt. Hätte das ein Masterschwert sein können, ne?
Jedes Mal. Link. Link. Alter. Link. Begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Ich wusste gar nicht, dass Equilibrium nur das Album rausgebracht hat, wenn ich zugebe. Muss ich zugeben. Hä? Ach. Ich Idiot. Falsche Taste. Das war die falsche Taste. So. Jetzt packen wir mal den Skill aus. Ja, voll der Skill. Ich sehe schon. Da muss ich noch ein bisschen üben. So. Jetzt noch einen Bogen. Wie gesagt, hier findet man eigentlich immer Pfeile. Weiße Bogen, ja, weiß ich, brauchst du mir 1000 Mal sagen, weiß ich schon. Gut. Den Krog, der hier auf der Spitze vom Ding ist, den könnten wir uns theoretisch gesehen jetzt schon holen. Würde ich aber am liebsten erst machen, wenn wir das Ding haben. Würde ich am liebsten erst machen, wenn wir den... Autsch, das war so nicht beabsichtigt. Eigentlich wollte ich mich an der Wand festhalten. Den Krog würde ich erst gerne dann holen, wenn wir das Parasegel haben. Mist. Mal den Aim auspacken. Ah, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Dadurch, obwohl ich nichts gesehen habe, ne? Das, obwohl ich nichts gesehen habe, ey. Komm jetzt auf. Das, obwohl ich nichts gesehen habe, ne? Mein Lieblings-Energy-Drink ist Monster Assault, aber es gibt viele andere, die ich sehr gerne mag. Also würde ich das nicht unbedingt als mein Lieblingsmonster ansehen.
Ey, erstmal Lieblings-Energy. So, Feuerpfeile. Ja, das weiß ich doch. So. Jetzt weiß ich auch, warum ich den nicht gewonnen habe. Ich habe den falschen Bogen ausgerüstet gehabt. Mich schon gewundert. So. Nix drinnen. Was? Voll in die Fresse. Und wie ich schon mal sagte, hier liegen meistens Pfeile rum. Da liegen bestimmt noch mehr, aber ich bin jetzt zu faul, die zu suchen. Wieder Meldung. Ja, ich weiß, wie man ein Schild einsetzt. Dankeschön. Ein Reiseschwert. Sehr gut. Sorry, aber ich pflege keinen Privatkontakt zu meinen Zuschauern. Ah, man kann sie überspringen, nice. Turm des Plateaus. Sehr gut. So. Vom Speedrun sind wir zwar weit entfernt, aber das kriegen wir schon. Labernet! Ach, jetzt zeigst du nämlich wieder zu. Ist scheißegal, was man macht, der labert einen sowieso zu. Ja, beim letzten Mal habe ich es schon erzählt. Ich bin da schon mal runtergeklettert, noch bevor ich was gemacht habe. Und obwohl ich es eigentlich hätte schaffen müssen, bin ich damals nicht runtergekommen. Weil mein Problem damals war,
Das Problem war damals, dass ich... Genau. Oh, drei Barsche, nice. Das Problem da war, dass ich... Obwohl ich auf einer Plattform hätte landen müssen und auch gelandet bin, hat es trotzdem als tot gegolten, weil bevor man die vier Schreine auf dem Plateau nicht hat, schafft man es nicht. Schande. 2 Meter vom Ding abgesoffen. Das kann nur Link. In voller Blüte. Ach, deswegen. Ich bin an der falschen Stelle reingegangen. Mich gerade schon gewundert. Normalerweise reicht es nämlich genau aus. Ja, ich habe mich nämlich schon gewundert gehabt. Normalerweise reicht es nämlich ziemlich genau aus. So. Die gute alte EX-Truhe. Ich habe gestern nicht weitergespielt, nein. Wir sind ja jetzt nochmal zurück auf dem Plateau. Ich habe es gerade am Anfang vom Stream schon erklärt. Das liegt daran, dass der andere, wir sind jetzt auf einem anderen Account, ne? Beim letzten Mal, man sieht es hier oben links in der Ecke, ne? Beim letzten Mal haben wir gespielt über meinen... jetzt dauert es wieder. Beim letzten Mal haben wir gespielt über meinen Gaming-Account. Und da war das Problem, dass ich da das Spiel schon mal im Normal-Modus Let's Played hatte und auch schon im Helden-Modus. Und im Normal-Modus habe ich damals so gut wie alles eingesammelt. Wirklich nahezu, ich habe glaube ich 400 oder 500, ich bin mir immer sicher, ich habe 400 oder 500 Crocs gehabt, habe viele andere Sachen gehabt. Und ich habe irgendwann gesagt, nee, weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd. Das belasse ich jetzt mal dabei. Und hab's auch dann direkt gelassen und hab dann einfach nur die und hab dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Und beim letzten Mal haben wir fast genau diesen Speicher überschritten. Und das wollte ich eben jetzt doch nicht haben. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, wir fangen ja nochmal neu an. Ich hatte eigentlich gehofft, man kann vielleicht den Speicher übertragen, dann wäre es kein Problem gewesen. Dann hätte ich mir den Speicher anderswo gesaved. Und hätte weitergemacht damit. Aber das hat leider nicht funktioniert. Ja. Das habe ich kennt. Passiert mir aber auch jedes Mal, ey. Jeder dritte Versuch endet so. Gestern habe ich das perfekt hingekriegt im Stream, wie ich das gerne gewollt hätte. Aber heute mal wieder nicht. Das ist wieder so typisch. Was war da jetzt drin? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ein Bogen, oder? Ja, ein Reisebogen. Ja, beim ersten Mal muss man sich das, glaube ich, anschauen, ne? Oh, ist ja ärgerlich. Ja, und ich habe den anderen Speicher eben zum Glück noch nicht überschrieben, weil ich habe bei dem anderen Speicher so gut wie alles gemacht halt. Und jetzt haben wir halt gesagt, okay, gut, jetzt fangen wir halt nochmal schnell neu an. Ist wahrscheinlich für euch ärgerlicher als für mich, weil mir macht das nichts aus, das nochmal neu anzufangen. Ja, jetzt schauen wir einfach, was dabei rauskommt. Das kriegen wir irgendwie schon hin. Mach mir da keinen Kopf. Ich speede jetzt da einfach mal ein bisschen durch. Das Problem ist, am Anfang wird man immer ein bisschen ausgebremst, dadurch, dass man so viel Dialog am Anfang hat.
Ansonsten ist das Spiel eigentlich relativ simpel. Und wir waren ja jetzt gar nicht so weit weg. Also wir hatten ja jetzt gespielt bis nach Kakariko. Wir nehmen diesmal ein bisschen mehr mit. Ja, der labert mich jetzt ewig zu. Alter. Ja, warte mal. Ich habe mir gerade wieder so einen fetten Knoten in die Hose gemacht. So, jetzt. Ja, rein theoretisch gesehen müsste man jetzt auf den Turm klettern oder sich hochbeamen. Dann könnte man die ganzen Schreine markieren. Aber das brauchen wir nicht, weil das können wir auch so machen. So. Diesen Feuerpfeil nehmen wir natürlich mit. Wäre ja noch schöner. Wenn wir die hier lassen würden. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin einer von den Menschen, wenn ich irgendwas schon mal gemacht habe, dann erinnere ich mich meistens auch daran, wo was ist. Vor allem, wenn ich irgendwas endlos oft gesucht habe. Und so ist es zum Beispiel bei den Crocs auch. Alter, geh jetzt da rein. Ich sagte, dass ich mich erinnere, wo sie sind, nicht, dass ich das talentiert genug bin, das wieder zu machen. Es gibt auch Crocs, die ich mir absolut nicht nochmal holen möchte. So. Ich nehme aber dieses Mal ein paar mehr Crocs mit. Genau. Zum Teil sind die auch wirklich alle schissweit verteilt. Ich meine, der hier und der da drüben, die verarschen mich ja wohl. Also die stehen ja direkt nebeneinander. Fühlt man sich schon irgendwie verulgt. So. Alter, mein Aiming-Skill ist heute auch für den Arsch. Das ist gewesen. So.
Gut, beim letzten Mal habe ich ja schon erklärt, warum ich zuerst hier hingehe. Also gestern im Stream. So, wir nehmen noch den Krog hier mit. So. Gut. Das ist das Creed, müsste ich eigentlich auch weiter aufnehmen, ja, ich weiß. Ich hatte mir ja gestern gesagt, dass hier noch ein Krog ist. Ich glaube, der war hier. Ich hatte mich da vertan. Gestern. Ich wusste, er ist auf so einer Spitze hier. Aber ich habe vergessen, dass der da hier sich versteckt. Genau. Weil beim letzten Mal dachte ich, dass der im Ding ist. Da habe ich mich vertan gehabt. Übrigens, kleiner Tipp, hier auf dem Baum ist ein Nest von Vögeln und da bekommt man unter anderem Eier her und manchmal, wenn man Glück hat, jetzt in dem Fall nicht, bekommt man auch eine Vogelnuss hierher. So, Sekunde, wir gehen dahinter, ich würde nämlich gerne den Feuerstein mitnehmen. Wenn man übrigens so durchs hohe Gras läuft, kann man manchmal auch linke Maustaste smashen. Manchmal bekommt man nämlich dann, wenn man Glück hat, noch einen Grashüpfer oder zwei. So, hier ist wie gesagt der Feuerstein. Das will ich wohl meinen, ja, Leute. Lasst einander in Ruhe, es gibt's hier wert. Die Leute dürfen mir klar Fragen stellen. Es gibt halt nur Unterschiede. Zu manchen Fragen sage ich halt nichts. Punkt. Die Zitadelle der Zeit, Alter, weißt du? Das hier ist die berühmte Zitadelle der Zeit aus Ocarina of Time. Das müsst ihr euch mal geben. Voll übel. Ich habe gedacht, ich habe eine Fledermaus gehört. Flederbeißermaterialien, umso besser. Haben wir die auch schon gefunden? Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich schon alles habe. Na? Wieso steckst du das Schwert weg? Ich hab's extra gezogen. Das nenne ich Aim. So.
Wie lange ich streame, kann ich euch nicht sagen. Das solltet ihr aber eigentlich wissen, Leute. Das ist doch schon immer so gewesen, dass ich nie weiß, wie lange ich streame. Ich streame so lange, wie ich Bock habe. Und wenn ich eine Stunde streame, streame ich eine Stunde. Wenn ich 3 Stunden streame, streame ich 3 Stunden. Das kommt darauf an, wie ich lustig bin. Wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, wäre es übrigens gut, wenn ihr relativ kurze Nachrichten schreibt, in irgendwelchen Fragen oder so. Weil die Sache ist nämlich, wenn ihr so ewig lange Fragen schreibt, ist es für mich immer schwierig, die zu lesen. In möglichst kurzer, annehmbarer Zeit. Zelda ist irgendwie immer dasselbe. Ich würde dir zustimmen, wenn es nicht Breath of the Wild, wenn wir nicht gerade Breath of the Wild spielen würden. Also Breath of the Wild finde ich es bei weitem anders als andere Zeldas. Dass wir das Langschwert drinnen. Und hier sind 2 Hände. Reise 2 Hände. Och, Mano. Das war so klar. Das war so klar, dass mich der jetzt mit dem letzten Fitzelchen erwischt hat. Der Witz ist übrigens, wenn ich mich nicht ganz täusche, wartet mal. Doch. Da habe ich nur von der Schockwelle noch erwischt. Ich dachte nämlich gerade, man wird durch seine eigenen Bomben nicht verletzt. Oh, jetzt schaffe ich das nicht mehr. Das war so klar. Ey, komm. Heute, ne? Gestern war ich so gut drauf, heute bin ich irgendwie so wild. So semi-geil. Was passiert, wenn man was? Abaddon? Wenn man Abaddon besiegt, gibt es Abaddon überhaupt noch? Laut Abaddon ist doch gar nicht mehr da, dachte ich. Der macht doch schon lange keine Videos mehr. Dass das geht. So. Okay. Dann wollen wir mal weitergehen. Also das, doch, das haben wir schon. Tragen wir ja gerade. Lanze bevorzuge ich als Waffe übrigens in-game.
Die ist zwar schwächer, die hat plus 2 Angriff, während die Ding 4 Angriff hat, die Keule. Aber ich bevorzuge tatsächlich die Lanze, weil die einfach schneller zuschlägt. Also mit der Lanze kann man viel schneller zuschlagen. Also in der Zeit, wo ich mit der Lanze 4-mal zuschlage, schlage ich mit der Waffe 1-mal zu, mit der Ding. Oh, vielleicht schaffen wir dieses Mal, was wir beim letzten Mal verkackt hatten. Obwohl ich gerade am Überlegen bin. Ah, da hinten ist eine Standschnur runtergekommen. Ja, jetzt gehen die Wespen nämlich auf ihn los. Genau das habe ich gemeint. So. Weil in der Zeit, in der der uns einmal attackieren kann, können wir den locker 4-mal angreifen. Und seinen Angriff damit sogar noch abbrechen. Hey. So, nicht hier wird mein Freund. Die ganzen Pfeile wieder eingesammelt. Das ist ja doch geil an dem Teil hier. Man kann halt die ganzen Pfeile wieder einsammeln. Pennt der schon? Ich glaube, der pennt schon, ne? Ja, der ist schon weg. Mist, jetzt liegt der hier drin und pennt. Ach, dieses Mal habe ich keine Chilis dabei, siehste? Boah, wie der schnarcht. Also. Da könnte ich mich jedes Mal wieder drüber aufregen, aufs Neue. Chili und das hier. Wieder, warum sind die Leute nicht auf Fisch gekommen? Warte, das funktioniert nicht, um das jetzt zu zeigen. Wir müssen bis zum nächsten Abend warten. Moin, Dach ist Servus. So, Grillteller. Genau, jetzt haben wir seinen Winterwams bekommen. Das werden wir auch gleich mal anziehen. Dieses Mal machen wir das Ganze nämlich ein bisschen anders. So, damit wir das auch mal kennen. Das war so klar. Das war so scheiße klar. Einmal falle ich jedes Mal runter. Einmal falle ich immer runter. Das geht mir so auf die Nerven. Noch bevor sie mich überhaupt bemerkt haben, Alter, weißt du? Hä, hey, hatte der andere nicht eine Lanze? Ist dieser runtergefallen? Menno. Manchmal, ne? Grüß Gott.
So. Hat mich natürlich genau in dem Moment bemerkt, weißt du? Wie ich schon sagte, Lanze wird bevorzugt. So. Oh. Der Regen beim Klettern nervt, das ist richtig, ja. Ich habe Hunger, dann musst du dir was zu essen machen. Wir sind schon eine Stunde drinnen. Theoretisch gesehen können wir gleich mal eine kleine Pause machen. Dann kannst du dir einen kleinen Happen zu essen holen. Dann würde ich mir auch gleich was zu holen. Weil ich habe nämlich auch Hunger. Was haltet ihr davon? Machen wir eine kleine Pause? Dann würde ich den Dungeon nur noch zu Ende machen. Den Dungeon hier noch zu Ende machen. Und anschließend würde ich mir auch was zu essen holen, wenn wir eine Pause machen. Die Pause wäre schade. Nein, passt auf. Ich bleib schon online. Ne? Ich bleib schon da. Ich würde quasi nur kurz. Ich würde quasi nur kurz den hier machen. Ne? Und das Ding weg. Und dann machen wir quasi eine kurze Pause nach dem Stream. Das wäre quasi die Überlegung, die ich hatte. Hä? Würdest du mir verraten, warum du hier Dings bist? Okay.
okay, weil dann kann auch mir jeder Pipi gehen, dann kann mir jeder sich was zu essen holen, wenn er Lust hat, oder sich neue Chips holen oder irgendwelche anderen Snacks. So war das gedacht. Dann machen wir jetzt erstmal kurz Pause. Kochen werde ich gar nichts, das würde zu lange dauern. Wenn ich jetzt anfange zu kochen, dann bin ich erst in 2 Stunden fertig. So lange werde ich euch nicht warten lassen. Ich würde sagen, damit wir nicht angegriffen werden, ich würde sagen, rechnen wir für die Pause mal maximal 10 Minuten ein. 5 bis 10 Minuten, dann kann ich auch mich hier hinsetzen, dann werde ich auch im Stream kurz futtern, werde mir nur kurz was zu essen holen, dann kann jeder von euch kurz was zu essen holen gehen, kurz was zu essen machen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 5 bis 10 Minuten wieder. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Bin also jetzt auch noch am Essen. Das nennt sich Chivapchichi. Das ist Reis mit Gemüse und Fleisch. Gut, ich denke, es dürften jetzt ziemlich alle aus der Pause zurück sein. Hoffe ich jedenfalls. Dann würde ich sagen, legen wir los. Halt, ich muss erst wieder Vollbild machen für mich. Ja, ich habe zwar jetzt Vollbild, aber das brachte mir gerade nichts. Und das war nämlich meine Facecam. So, weiter geht's. Da habe ich ein bisschen zu lange gebraucht. So, und schon sind wir im Eisgebiet. Im Eisgebiet zurechtzukommen ist relativ einfach, wenn man das Winterwams hat, weil hier ist es noch nicht so mega kalt.
Das heißt, man kann hier ein bisschen einfach zurechtkommen. Scheiße, da war ich wohl zu laut. Egal. Natürlich. Von allen möglichen Stellen bin ich natürlich genau an die Stelle geraten, an der ich sein wollen. Eisflederbeißerflügel auch nicht schlecht. Ein Flederbeißer Auge fehlt mir noch. Credits. So, dann haben wir hier den letzten Schrein. Dann holen wir uns den auch noch. Gegen Kälte im Game kann man was essen oder eben das, was ich jetzt gemacht habe. Man kann sich den Mandel holen. Also, Quatsch, den Mandel, das Oberteil. Aber es gibt später Gebiete, in denen helfen nur noch ganz wenig Rüstungen. Die muss man sich wirklich von Anfang an wiederholen. Oh, ich wusste gar nicht, dass man hier so um die Kurve geht. Das waren keine drei Headshots übrigens, nur so am Rande. Das waren zwei Headshots. Das waren zwei Headshots.
Ist klar. Da war es schwer drin, oder? Ah. Wie sieht es mit meinen Waffen aus? Ich würde übrigens auch immer empfehlen, von allem etwas dabei zu haben. Ja, nee, ist klar. Ich bin heute auch wieder echt langsam, ey. Normalerweise wäre ich längst durch. Hallo? Heute Abend bist du ein Eisdrache, ja, so ungefähr. Ich würde eher sagen, dass ich das schon oft genug gespielt habe. Und ich bin eigentlich total langsam sogar. Normalerweise wäre ich mindestens eine halbe Stunde früher fertig gewesen, aber ich bin so abgelenkt. Wir haben schon Titanic gesehen im Hintergrund. Oh! Da sieht man schon einen von den Titanen. Den würde ich gerne zuerst machen, aber ich habe beschlossen, dass ich euch entscheiden lasse. Oh, jetzt wäre ich fast da runtergejumpt. Das hätte ich bestimmt bereut. Gut. Ich will noch was holen und dann teleportieren wir uns weiter. Da hat es mich doch noch erwischt. Ich dachte, ich bin weg. Aber das war wohl ein Irrtum. Das war ein Fehler. Wenn man sich schnell genug aus dem Eis befreit, ist man eigentlich recht safe. Das hier ist übrigens, muss ich mal dazu sagen, das hier, dass hier eine Höhle ist, weiß ich zum Beispiel übrigens nur, weil ich damals den E3-Trailer angeschaut habe, wo die das Zelt da vorgestellt hatten. Und wo die das dann in dem Gespräch quasi nebenher ein bisschen gezockt haben. Weil die dann eben auch hier an der Stelle war und eben gemeint hat, hey, da ist noch so ein krasses Ding. Okay. Feuerpfeile? Was bist du? Bist du Eispfeile? Oder Bombenpfeile? Ah, normale Pfeile. Ja, wäre mein nächster Tipp gewesen. So, genau. Und hier ist quasi der Wasserfall. So, und da drüben würde man quasi... Ich hatte euch das beim letzten Mal gestern schon gezeigt. Da hätten wir quasi rüberfahren können mit.
So, aber wir teleportieren uns jetzt mal hier hin. Ja, wir machen es folgendermaßen. Ich werde für euch ich werde es für euch so machen, dass ich den Titan euch entscheiden lasse. Und wir werden das so machen, dass ich eine Abstimmung mache, die entweder heute oder morgen. Und dann könnt ihr abstimmen bis zum nächsten Stream. Und wir werden dann im nächsten Stream live nachschauen. Welche Abstimmung gewonnen hat. Und dann könnt ihr entscheiden, welchen Titan wir als erstes nehmen. Das halte ich für eine recht sinnvolle Lösung. Ja. Stopp. Und gib mir deine Ressourcen. Ah, ich hab mein Ding einstecken. So, auf nach oben. Also am besten schau dir die nächsten Tage mal in den... Am besten ihr schaut die nächsten Tage irgendwann mal ins... Oder heute oder heute Abend oder morgen. Schaut ihr am besten mal in den Community-Bereich und da werde ich die Abstimmung nämlich dann machen. Dann könnt ihr da quasi entscheiden. Weil heute werden wir keinen Titan mehr hinkriegen. Hallo? Okay, haut leider nicht hin. So. Dieses Mal habe ich es endlich hingekriegt. Genau. Nämlich ein Stückchen mehr Ausdauer. Das ist schon mal von Vorteil. Roamus, Bafalmus, Hyrule. Der Name der...
Aha. So, dann haben wir das Parasegel erhalten. Eine vergessene Welt haben wir erhalten. Dann sind wir durch. Die Herzen oder Ausdauer wichtiger? Ich würde sagen, am Anfang ist es definitiv die Ausdauer. Die Ausdauer beurteilt, wie lange du fliegen kannst. Die Ausdauer beurteilt, wie lange du sprinten kannst. Die Ausdauer beurteilt, wie lange du klettern kannst. Und deswegen würde ich definitiv sagen, die Ausdauer. Die Herzen sind auch wichtig. Und im Heldenmodus würde ich definitiv zuerst auf die Herzen gehen. Aber dadurch, dass wir ja nicht im Heldenmodus spielen, sondern im Normalmodus, würde ich das so machen, dass ich definitiv zuallererst den Ding mache. Ach ja, nicht wundern, ich renne übrigens jetzt erst woanders hin, weil ein weiterer Grund, warum ich mich für die den Heldenmodus ein weiterer Grund, warum ich mich für den für die Ausdauer entscheide, ist das, was ich jetzt hole. Und zwar für die EX-Truhen und für die EX-Sachen. Sprich, für so Sachen Königreich Hyrule. Sprich, für die Sachen, die wir hier brauchen. Für die Expansion-Sachen gibt es zusätzliche Features. Und eines dieser Features ist unter anderem Majora's Mask. Und Majora's Mask ist ziemlich cool, weil die nämlich dafür sorgt, dass uns Monster in Ruhe lassen. Genau, andere Monster lassen uns nämlich in Frieden. Da fällt mir ein, ich habe den Krog in den Baum vergessen dieses Mal. So. Und noch was werde ich jetzt machen. Und zwar. Ach. Seht mal, das muss ich noch aktivieren. Weil wir auf dem anderen Ding spielen. Da bist du. Genau. So, wir werden jetzt erstmal unser Pferd eintragen lassen gehen. Hey, da ist ein Ding. Hier in dem Waldstück ist ein Rumi? Okay. Siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Weiß nicht alles. Ich weiß, schockierend diese Info, aber so ist es leider. So. So, heute gehen wir mal woanders lang. Verkaufen, nicht was kaufen. Da haben wir nämlich keine Kohle aktuell. Deswegen verkaufen wir ihm einfach mal alle Dinger. Da haben wir schon mal 80 Gold. So, dann gehen wir zu dir und registrieren unser Pferd.
So. Ja, 20. Es ist das legendäre Pferd Epona. Ja, in Ordnung. Ja, Pferd mitnehmen. Gut. Ja, jetzt kann ich auch mein Pferd rufen, indem ich es pfeife. Und mein Pferd hat direkt eine Rüstung bekommen. Das ist nämlich ziemlich cool in dem Teil hier. Hier gibt es nämlich auch... hier gibt es eben auch Rüstungen für die Pferde und so. Das ist ziemlich cool. Erzähl mal, schwank aus deiner Jugend. Ich war mal 10, Ende. Ich weiß, unglaublich, aber wahr, ich war irgendwann mal 10. Och nö, das ist der Schwachsinn. Moin. Sicher, die Entfernung passt. Menno. So. Hast du damals die Bravo gelesen? Nee. Aber meine Schwester, Gott, hat die gelesen. Meine Fresse. Das Coole war damals immer, diese ganzen Hip-Hop-Poster und so ein Scheiß, die habe immer ich bekommen, weil sie die nicht mochte. Genau. War immer ganz witzig. Dann hatte ich immer die ganzen Poster umsonst. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo ein Poster von Tupac oder so rumliegen. Mal gucken. Jetzt kommen mir die ganzen Aufgaben dazu. Wow!
Roll! Alter, wie viele Pfeile hat der bitte? Oh. Wow. Normalerweise hebt man sich die Erze immer auf. Den kriegt man später richtig Asche. Ich würde noch mindestens eine von den Ausdauerkröten haben. Wow! So. Ausdauerkröten? Das war keine Ausdauerkröte. Egal. Oh, du hast eine Quest für mich. Ach, die Quest. Nein. Die Quest ist nervig. Die werden wir eine Ewigkeit haben. Dem muss man Aufgaben geben. Die antike Pferderüstung ist ziemlich cool, die kann man nur leider nicht auf Epona legen. Let's Connect, haben wir auch eine Quest. Hey, wir sind ein bisschen stehen geblieben. Du bist da einfach stehen, weißt du? Ach, Mann. Den Schrein hier mit. Man nämlich die Kiste da hinten nicht mit, die habe ich ja gestern mitgenommen, aber ich erinnere mich, dass da gestern ein Schwert drin war und das Schwert brauchen wir jetzt halt unbedingt. Das können wir anders mal mitnehmen. Oder uns anders mal holen, wenn wir mal wieder Waffe brauchen, weil es ein relativ gutes Schwert ist. Und bis dahin brauchen wir erstmal nichts machen eigentlich. Ich bin Nintendo-Kind, das ist richtig, aber was meinst du mit wartet Nintendo ab? Dass ich auf meine Nintendo-Spiele spiele? Warte, ach. Ich spiele regelmäßig auch andere Spiele, so ist es jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht nur Nintendo, aber ich liebe Nintendo halt. Nintendo ist halt eine der coolsten Spiele, Entwickler, Firmen, die ich je gehabt habe oder die ich je gesehen habe. Aber es ist halt auch nicht für jedermann was, ne? Also für mich ist es halt was, ich finde das halt geil, ich bin damit aufgewachsen. Für mich ist es von vornherein cool gewesen. Aber das ist halt auch nicht für jeden. Ach ja, wir schwimmen ja nicht.
ganz vergessen, dass die Pferde hier nicht schwimmen. So, Flederbeißer-Augen. Eine Keule. Ach nee, Bockstock. Bockkeule. Mist, ich habe meinen Bogen verkackt. So. Dreimal daneben geschossen. Und wegen genau solchen Aktionen habe ich das in dem Spiel irgendwann gelernt mit dem Schießen. Jetzt hängt das Pferd da drüben fest, so ein Mist. Hier, Bombenpfeile. Nee, ein Fuffi. Unser erst gefundenes Rubingeld. Ah, mir fällt gerade ein, eigentlich dürften uns Monster gar nicht angreifen, ne? Kann auch sein, dass es bloß bei den schwächeren Monstern gilt, beziehungsweise bei den toten Monstern wird das wohl nichts bringen. Normalerweise dürften uns die Monster jetzt nichts tun, wenn wir an denen vorbeikommen. Die dürften uns zwar sehen, aber die dürften uns nichts tun, weil die uns auch für ein Monster halten, beziehungsweise... hier, tut ihr uns was? Nee, schaut, die tun uns nichts. Okay, vergesst das. Ich weiß nicht, warum die uns jetzt was tun. Normalerweise dürften sie uns gar nichts tun. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Majora's Mask. Eine Maske aus ferner Zeit. Sie hilft dem Träger, sich vor den meisten Monstern zu verstecken. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Ja, das war relativ easy, weil es das erste war. Ach, ich weiß auch nicht. Tust du mir was? Seht ihr, der tut mir nichts. Genau, das ist nämlich die Sache. Die meisten Monster tun uns nämlich nichts. Guckt. Genau, weil die Moblins, die checken uns nämlich, oder die Boblins. Das sind uns nur anscheinend ein paar wenige gewesen, die uns angegriffen haben. Wobei ich glaube, die Geister Moblins oder Goblins hätten uns auch nichts getan. Ich wusste doch, da ist was gewesen. Oh, du bist hier besser geworden im Lesen. Ja, bin ich definitiv.
Vor allem im Vergleich zu damals, als ich angefangen habe mit Let's Plays und Videospielen und alles. Da war das eine Katastrophe, ey. Irgendwas vorgelesen habe. Ich weiß noch, ich hatte ein Let's Play gemacht von vom ersten Teil von Vampire's Dawn. Und ich weiß noch, das war eine riesen Katastrophe. Genau. Ach stimmt, das Pferd. Ich habe vergessen, das Pferd kann sich ja nicht zumindest teleportieren. Dafür bräuchte ich die Pferderüstung, die habe ich noch nicht. Und die kann Epona eh nicht tragen. Das hatte ich vergessen. Für eine Aktion. Ja, Epona hatte ich wohl nicht gehört, genau. Das ist nämlich das Problem, wenn das zu weit weg ist, das Viech, dann bringt es uns nichts. Ein Märchenbuch lesen, ich glaube auch. Nee, das überlasse ich anderen sowas. Das überlasse ich anderen. Eigentlich unrealistisch, ne? Eigentlich hätte Link da stehen bleiben müssen. Also hätte eigentlich runterfallen müssen, wenn er springt. Während das geht, weil eigentlich. Ne? Müsste ich da nach hinten rutschen, weil ich ja quasi in der Luft bin. Na egal. Die meisten sind schon eingeschlafen, wa? Aber ich muss auch mal überlegen, wie lange wir jetzt noch machen. Es ist jetzt schon halb. Alter, es ist schon halb eins. Alter, es ist schon halb eins. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe übrigens wieder Twitter, Leute, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Ich habe wieder einen Twitter-Account. Genau.
Von meinem Buch werde ich euch garantiert nichts vorlesen. Ach so, die tun mir ja nichts. Die tun mir ja nichts, ganz vergessen. Gut, eigentlich wollte ich bloß jede Ressourcen. Die Kiste lasse ich ungeöffnet. Das ergibt nämlich gerade keinen Sinn. So. Dum, 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 dum. Ernsthaft? Ich habe den nicht hoch genug angesetzt, ist das mein Ernst? So. Bum, 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 bum. Was machst du heute noch? Also da heute erst angefangen hat, vor einer halben Stunde etwa, werde ich heute noch ziemlich viele Sachen machen. Angefangen damit, schlafen zu gehen. Irgendwann. Erstmal streame ich noch. Und selbst nach dem Stream werde ich wahrscheinlich noch eine ganze Weile was anderes machen. Mal gucken. Vielleicht schaue ich nachher noch ein bisschen Serie. Ich habe Goblin Slayer vor kurzem angeschaut. War ich auch schon durch. Ich habe es jetzt nochmal neu angefangen, es nochmal anzuschauen. Ich schaue mir manche Animes, die mir besonders gut gefallen, die schaue ich mir immer gerne zwei, drei Mal an. Weil ich jedes Mal immer noch was Neues entdecke. Irgendwelche kleinen Features, irgendwelche kleinen Geschichten, irgendwelche kleinen anderen Sachen. Genau. So, mal ein bisschen Gratis-Medizin abstauben.
Au. So, mal sehen. Hey! Bring mir mal bitte mein Pferd her. Ja, das ist der Vorteil am Stall. Die können einen das Pferd auch zurückholen. Und das machen sie auch noch kostenlos, die Idioten. Ich würde auch jedes Mal 50 Rubine dafür zahlen. So, das Coole an Zelda ist die Wegfindung. Jetzt reitet der Pony nämlich automatisch auf dem Weg, wo ich will. Ohne, dass ich irgendwas mache. Wie ihr seht, ich habe die Hand nicht am Joystick. Das Einzige, was ich mache, ist linke Maustaste drücken. Linke Maustaste, so ein Blödsinn. A-Knopf, meine ich. Ein ziemlich cooler Feature, eigentlich. Jo, und so schnell kann es gehen. Das ist der Vorteil an der Maske hier, dass die meisten Kreaturen oder die meisten Gegner einen nicht angreifen, bis man halt dann anfängt selber anzugreifen. Und ja, ihr habt gesehen, so ein Überraschungsmoment, weil die gar nicht damit gerechnet haben, dass wir sie angreifen, hat schon gewaltige Vorteile. Das ist auch eine Art, diese Maske einzusetzen. Und die ist vor allem am Anfang ziemlich praktisch. Nein! Ich habe genau in dem Moment, wo der Schild gebrochen ist, habe ich den Schild weggelegt. Bitte. Und da wir jetzt 8 sammeln haben, können wir uns auch gleich ein bisschen mehr leisten, bis er halt nochmal mehr macht. Weil man findet ihn ein paar Mal am Anfang. Und er macht aber immer so 2 oder 3 Mal bloß die Taschenverbesserung. Flutsch! Einmal macht er, glaube ich, jetzt noch und dann lässt es erstmal gut sein. Dafür muss man ihn dann später woanders finden. Oder gleich in seiner Heimat, wo er hingehen will. Ah, okay, er macht tatsächlich bloß 2 Mal sogar. Das ist der einzige wirkliche Nutzen eigentlich vom Krogsammeln, aber tatsächlich so viele Krogsammeln braucht man gar nicht. Los, mach jetzt hin hier. So, hier ist übrigens auch nochmal ein Rätsel von Crocs. Das können wir auch mal eben machen. So.
nehmen wir gleich mal mit. Genau, da ist nämlich noch eine. So. Ach Mist, da war noch eine. Egal. Und der Witz ist, dieser Croc, der hier ist, der ist am anderen Eingang, also da unten am Eingang von Kakariko noch einer. Also es ist richtig übel. Ehrlich, da bin ich ja schneller, wenn ich zu Fuß gehe. So. Leute, würdet ihr mal bitte aufhören, über mich irgendwelchen Blödsinn zu erzählen, von dem ihr keine Ahnung habt? Ich wäre euch sehr verbunden. Ich muss echt mal wieder ein bisschen üben, ey. Meine Reflexe sind echt im Arsch mittlerweile. Hallo? So. Ja, jetzt muss ich den Schlag parieren. Das haben wir ja schon mal gemacht. Damit könnt ihr eigentlich sogar die größten Wächter mit 103 Schlägen aushebeln. So. Sehr gut. Du hast alle Lektionen gemeistert. Ja, eine lustigerweise, komischerweise nicht. Eine fehlt nämlich noch. Die lernen wir auch an einem Ort, der eigentlich total strange ist. Können wir eigentlich theoretisch sehen, uns gleich holen. Ein Opal. Die Wächterwaffen sehen nicht nur voll egal aus, die Wächterwaffen sind mit die stärksten Waffen im ganzen Game.
Na, endlich. Bis zum ersten Ausdauerbalken werde ich uns keine Herzen zulegen, denke ich. Danke. Das reicht, denke ich, dann auch. Ja. Labert nicht. So. Ein Mann? Ja, ich bin ein Mann. Zumindest seit ich das letzte Mal nachgeschaut habe. Ich bin da. Links so. Patz. Wer will, Alter? Ich bin da. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lange her. Sehr lang. Ein paar Jährchen mehr hab ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Mein Problem ist, dass ich niemanden erkenne. Vor die Majora's Mask auf, weißt du, voll übel. Obala, das war wohl meine Waffe. Ja, kennen wir schon. Brauchen wir ein Wissen. Die vier Titanen. Zeldas Vermächtnis. Imper die Weiße abgeschlossen. Batz. Tür auf. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir genug Quests und Möglichkeiten. Ich spiele eigentlich immer bis hierher, weil ab hier ist für mich immer der Free-to-Play-Modus, Free-to-Play-Quatsch. Für mich ist dann immer der Open-World-Modus offen. Also so gedanklich für mich. Jetzt können wir theoretisch 10 machen, was wir wollen. Vielen Dank für deine Offenheit. Ja, viele Dinge gehen tatsächlich vielen Hatern mittlerweile zu weit. Also es ist mir schon oft aufgefallen und haben auch schon oft welche zu mir gesagt. Es gibt sogar ältere Hater, die schon lange dabei sind und auch gesagt haben, dass sie sich damit nicht mehr identifizieren können oder wollen. Weswegen viele auch einfach gesagt haben, okay, wir haben keinen Bock mehr und machen auch nochmal weiter oder finden das halt auch nochmal lustig oder so. Habe ich in letzter Zeit schon oft gehört. Huch, falsches Zimmer. Oh.
So. Hier will ich hin. So. Halt, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. So, mal sehen. Ja, das interessiert mich gar nicht. Ich will wissen, was die kosten. 700, 600. Okay, die Hose habe ich ja schon. So. Jetzt haben wir auch schon diesen typischen Zelda Breath of the Wild Style. Wobei ich sagen muss, dass mir dieses Outfit überhaupt nicht gefällt. So, lass mich mal kurz überlegen. Ich überlege gerade, wollen wir zuerst nach Ateno gehen? Überlasse ich jetzt erstmal euch die Entscheidung. Wollt ihr zuerst nach Ateno gehen? Meine Abstimmung für die Titanen funktioniert in dem Stream jetzt nicht. Das machen wir anders mal. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt eine Abstimmung machen, so ist es jetzt nicht. Aber das machen wir mal unterm Tag oder so. In einem anderen Stream. Oder so, oder. Warte mal, machen wir es anders. Soll ich die Abstimmung jetzt machen? Machen wir es ja so. Soll ich die Abstimmung jetzt machen? Dann könnt ihr ja bis später dann irgendwann entscheiden. Und mich würde interessieren, wo wir jetzt als erstes machen sollen. Oder wir machen es anders, warte mal. Warte, ich kann aber gar keine starten gerade, merke ich gerade. Die Frage ist jetzt, wie starte ich jetzt eine Abstimmung? Abstimmung starten. Geht ja gerade gar nicht. Ich frage mich nur gerade, müsste das nicht hier eigentlich auch gehen? Also ich habe hier automatisch Abstimmung starten ist das. Ich hab sowas noch nicht gemacht. Wartet mal kurz.
Das ist es schon mal nicht. Das auch nicht. Ich habe mich mit YouTubern noch nicht so auseinandergesetzt vom Stream her. Das ist eine sehr interessante Frage. Okay, gut. Wisst ihr was? Dann machen wir es wie ursprünglich beabsichtigt. Wir machen es so, dass ich am Ende vom Stream, beziehungsweise morgen dann im Laufe des Tages einen Stream mache, eine Abstimmung in der Community mache. Da könnt ihr dann entscheiden, wie wir weiter verfahren. Und jetzt sagt mir mal, was habt ihr jetzt vor? Wo soll ich hingehen? Soll ich jetzt zuerst nach Atheno gehen? Soll ich erst ein bisschen so questen? Soll ich einfach ein bisschen erkunden? Was habt ihr vor? Was möchtet ihr sehen? Finde den inneren Sam. Okay. Das betrachte ich mal als entspannt rumchillen und absuchen. Erkunden ist super. Okay, wenn wir erkunden sollen, dann weiß ich schon, was wir machen. Gut, wenn wir erkunden machen sollen, dann weiß ich, was wir machen. Dann holen wir uns noch ein paar neue Dinge. Ein paar Schreine. Das wäre jetzt mein Plan. Ich bin gerade gar nicht sicher. Ich glaube, da oben ist sogar ein Fundort. Es gibt nämlich manche Gebiete im Spiel, die man suchen kann, beziehungsweise finden kann, die auf der Karte dann eingezeichnet werden. Bin ich auf der Karte noch vertreten? Nein, aber das da könnte noch auf der Karte sein. Ist es einer dieser Orte? Nein.
Wenn es nämlich einer dieser Orte gewesen wäre, dann wäre da nämlich jetzt was gestanden. Wäre jetzt ein Name oder so gestanden. Gut, holen wir uns den Schrein, holen uns da hinten den Turm. Genau, den da hinten. Den Schrein da hinten holen wir uns auch noch. Wenn wir schon dabei sind. Cool, zeig uns mal ein paar Schreine. Mach ich. Mach ich. Allerdings werde ich auch noch mal so lange streamen. Maximal bis 2, vermutlich aber bloß bis 12:30. Mal schauen. Halb zwei meine ich. Mal schauen. Falsch. Dein Ernst? Die Quest hier ist ein bisschen nervtötend. Problem ist, man muss den da drauflegen, aber ich glaube, der bleibt nicht offen. Wenn man den jetzt rausnimmt, oder? Nee. Das ist das Problem. Deswegen muss man gucken, dass man es schafft. Genau. Mach doch bis 4. Bis 4 mache ich bestimmt nicht. Außerdem, für mich ist es gerade extrem anstrengend, weil die Softbox so extrem hell ist. Wenn die Softbox ausmachen könnte, wäre die Hausnummer vielleicht was anderes. Aber dann kann ich genauso gut die Facecam ausmachen, wenn ich schon dabei bin. Man, ohne Softbox braucht man die Facecam nicht. Wobei, Alexa schaltet die Softbox auf 50. Achso, die erkennt ihr nicht. Alexa schaltet Studio auf 50. Boah, das ist erheblich besser. Das ist erheblich besser und ihr seht immer noch genug.
Ja, jetzt greifen sie mich an, aber ich glaube, das liegt daran, dass sie mich schon vorher angegriffen hatten. Na, aber der tut mir nämlich nichts da. Normalerweise geht es dem Wächter nämlich im Arsch vorbei. Dem Wächter. Normalerweise geht es nämlich im Arsch vorbei. Wenn ich die Dinge anhab. Die Maske. Greifst du mich auch an? Greifst du mich an? Oh, der greift mich an. Okay, ja gut. Die Typen sind aber eine andere Hausnummer. Hey! Oh oh! Scheiße! Jetzt haben wir ein Problem. Verpissen wir uns lieber. Ach, der hat bloß ein Gewitter heraufbeschworen. Na gut, es kann uns egal sein. Wir haben nichts an, was mit Blitz ist. Wenn wir jetzt... Das ist jetzt gerade gewittert. Wettertechnisch. Würden wir etwas anziehen, was Metall hat, dann würde Metall unsere... Da würden wir vom Metall die Blitze anziehen. Tust du mir was? Nö, ne? Da hinten rennt übrigens ein Krok rum, sehe ich gerade. Was ist eigentlich mit euch? Tut ihr mir was? Nö. Okay. Kann nicht einmal eine Waffe ausgerüstet, merke ich gerade. Ja. Rein durch weg von mir und meiner erstaunlichen Macht. Was ist denn das da? Ach, Spurtlotus. Ich verstehe. Eine helle Bade. Ja. Das ist auch so die Sache hier, da wird mir immer dazu gezwungen. Genau, der will uns nur zum Sidon bringen. Zum Zora-Fluss, da wollen wir aber nicht hin. Jedenfalls noch nicht. Das kommt erst noch.
So, First Try hochgeschafft. Und Eispfeile. Oh, der war gerade so hoch. Krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das hier fand ich auch so witzig, dass es so viele begriffen haben, wie man das Sonnengestrüpp hier wegkriegt. Da habe ich auch so viele Leute rumrätseln sehen, dass es rauskam damals. Ich dachte mir immer so die ganze Zeit, warum brutzelt es denn einfach ab? Wie ein Hörspiel, Drache am Streamen. Ah ja. So, mal sehen. Ach, das ist das Scheißding. So, und jetzt müsste man dafür sorgen. Ich vergesse immer, wie es geht. Auf jeden Fall müsste man dafür sorgen, dass das Wasser wieder oben ist, während man hier drinnen ist. Weil es dafür sorgen müsste. Ach, man müsste irgendwie dafür sorgen. Ich weiß immer nicht. Ich vergesse immer, wie es geht. Ich glaube, mit einer Bombe hat man das gemacht. Dass das Wasser wieder oben ist, dann kann man mit einer Eissäule da hoch zu der Ding. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, da war gar nichts so Tolles drinnen. So. Hä? Das ist ja wieder da. War das. Ist das nicht weggeblieben? Ich dachte immer, das ist weggeblieben. Egal. So. Genau, der rennt mir jetzt die ganze Zeit nach, nämlich. Finde ich ganz witzig, aber tun's ja halt nicht, das finde ich halt so geil daran. Ein Hylia-Gras. Moin, ich packe mal der Schnitzel. Wie gesagt, die tun halt einfach gar nichts. Ich weiß allerdings nicht, wie sie darauf reagieren, wenn ich das da wegballer.
Alter, man kann die füttern. Schaut mal, man kann die füttern. Das ist ja geil. Alter, die Rülpsen ist das hart, Alter. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Seht ihr, das ist das genau der Grund, warum ich das Spiel immer wieder aufs Neue game. Man weiß nie genau vorher, was passiert. Man weiß nie so genau, was vorher passiert. Ich wusste selber nicht, dass man denn das Zeug wegfressen kann. Oder dass die dann das, dass sie dann rülpsen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ja, es gibt immer echt interessante Sachen, tatsächlich. Es gibt immer neue Sachen zu entdecken. Und das ist, obwohl das Spiel schon so alt ist. Was heißt alt? Alles hier wieder ein subjektiver Begriff. Auf jeden Fall finde ich das ultra lustig. Voll witzig. Hat echt nicht damit gerechnet, dass das so geht. Ja? Man lernt halt nicht aus in dem Spiel. Das ist halt. Das ist einer der Gründe, warum ich Nintendo so liebe. Auch nach Jahren des Spielens sind solche Spiele halt immer noch. Die sind es halt immer noch wert, dass man sie zockt. Weil man selbst nach Jahren noch Sachen rausfindet. Das war nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich werfen, aber okay. Wir lassen es mal dabei. Ah, es ist echt witzig. Echt witzig. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass sowas geht. Da drüben ist übrigens wieder ein Krog gewesen. Da hätte man eine Challenge machen können. Über das Neue zu decken, ja. Alles klar, hau rein, schöne gute Nacht wünsche ich dir auch. Coole ist immer, wenn man Dorfbewohner oder so rettet, kriegt man von denen immer irgendwelche Naschereisachen. Also irgendwas zu essen. Voll lustig. Rülps Challenge. Ja, welcher Moblin oder Goblin oder Bogoblin kann am lautesten rülpsen? Das wär's doch mal. Dass sie sowas überhaupt eingebaut haben, finde ich halt mega lustig. Ich zeige euch mal einen Trick. Der hier nicht funktioniert. So, jetzt hat. Ja. Hier müsste es funktionieren. Ist jetzt dein Ernst? Komm. Eigentlich war mein Plan, dass ich höher rauffliege. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Ja, doch.
wieder hin? Warte mal. Wie sieht denn das Teil aus? Ach da. Ach nö. Jetzt weiß ich wieder, welche Dungeon das hier war. Messung. Netter Name. Alter, ohne Scheiß, ne? Oh, es hat mir da mal gereicht, siehst du mal. Ah, das war zu viel. Das ist übrigens diese Technik, ne? Dass man mit dem Hammer nochmal springt. Das war zu wenig. Ich wollte eigentlich noch ein zweites Mal springen. Diese Technik, dass man mit diesem Hammer nochmal springt, die ist. Das ist ein Hackers, eine Hackerfähigkeit, also ein Hacker-Ding. Der hätte, ja, wäre zu viel gewesen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, okay. Das Problem ist, dass es manchmal einfach an der Kante hängen bleibt. War eins zu wenig. Der Vorteil ist, dass man hier mal einen Hammer kriegt. Also der Hammer ist sowas, was am besten eignet. Okay, der ist sogar links. Das Problem ist, man muss das nicht nur ermessen, sondern man muss auch noch genau treffen. Na also. Mein Ziel ist groß genug, so ist es jetzt nicht. Wenn ihr mal aufhören würdet, mich mal Renger zu nennen, ne? Ich heiße Rainer. Hm.
bin stolz drauf. So, man könnte jetzt hier an der Seite entlang weitergehen und nochmal eins machen für eine Kiste. Aber ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. So. Jetzt ist es halbe. Ich überlege gerade. Ich überlege. Hier finden wir den Typen nochmal, um unsere Sachen verbessern können. Ach übrigens, nur mal so am Rande, falls euch das interessiert. Ihr erinnert euch ja an Makoros, den wir ja hier gefunden hatten, dem wir seine Rasseln zurückgebracht haben. Der würde entlang laufen. Ich weiß nicht, ob er an dem Strahl hier auch bleibt. Das habe ich noch nicht rausgefunden, aber er läuft dann hier hin, zu diesem Strahl. Da steht er dann rum und dann läuft er weiter. Bis zu dem Stall, wo wir jetzt sind. Und jetzt steht er da vorne rum. Wenn man hier jetzt allerdings hat, findet man ihn woanders nochmal. So, komm schon. Bogentasche würde ich gerne bitte verbessern. So, und einmal müsste die Bogentasche jetzt noch gehen. Um einen weiteren Slot, oder? Genau. Das verdoppelt sich ja immer. Gut. So. Obala. Das war nicht beabsichtigt. So, ich überlege jetzt bloß gerade. Eigentlich könnte ich mir meinen Farm holen, ne? Meinen Farmspot. Wisst ihr was, wir holen uns noch mal einen Farmspot. Und wenn wir bei meinem Farmspot sind, würde ich erstmal beenden. Ich denke, das würde nämlich reichen für heute. Eigentlich keinen Köpfer machen wollen, aber er hat irgendwie nicht mehr reagiert. Das ist das Problem, manchmal reagiert er da immer nur. Das muss es echt üben. So, wir holen uns mal einen Farmspot. Dann würde ich gleich nochmal den Farm beginnen und dann würde ich, denke ich, danach auch ziemlich schnell Feierabend machen für heute.
So. Ah, ich denke, das muss nämlich dann für heute auch mal reichen. Ja, ich kenne den EMP natürlich. Starshot übrigens, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. So, jetzt gibt's das Neue. Hey, ich bin nach links gesprungen. Ich brauche mal mehr einen höheren Schutz. Ich muss aufpassen, dass ich kein One-Hit bin. Mit dem Schwert da. Alter, das hat mich Waffen gekostet, der Kampf. Was Drache braucht man? Ein Popschutz am Mikro. Ja, es ist sinnvoller, wenn man einen Popschutz dran hat. Ich habe an meinem aber auch keinen dran. Beziehungsweise, ja, so ein minimales Gitter habe ich dran, aber ich habe auch keine Ratte drauf.
komplett darauf an. Ein Popschutz ist schon sinnvoller. Aber ja, ich habe jetzt auch keinen dran. Es kommt ja darauf an, was du vorhast. Wenn du jetzt Musikaufnahmen machst oder so, ist es schon sinnvoller, wenn du einen dran hast. Auf jeden Fall. So. So, das wäre der Ding gewesen. Oh, sogar eine 45er Waffe. Die wird mir sehr hilfreich sein. So, und ich habe nämlich meine Farmroute, die ich immer abgehe. Da ist unter anderem eben das hier auch der Fall. Und zwar teleportiere ich mich dann immer zu der Stelle hin. Gerade selbst verwirrt. Bin falsch abgebogen, ne? Ah ja, da. Normalerweise ist es ein bisschen einfacher. Da gehe ich immer dahin. Na dann hierher. Genau deswegen. Au. Mein Gamepad hat den Akku verloren. Durch den Akku ausgegangen. Hab ich gar nicht gemerkt. Dass man da auch keine Meldung kriegt. Alter, was ist denn jetzt los? Grafikfehler. Gamepad-Fehler. Genau. Ja, rutsch erstmal da runter, ist recht. Na klar. Sowas kotzt mich einfach nur an. Das ist so unnötig gewesen jetzt gerade. Aber Leute, mach's doch mal ganz an Stress gerade hier. So, Leuchtstein, Topaz, haben wir alles noch gefunden gehabt. So. Gut, das wäre nämlich erstmal soweit alles gewesen hier.
Weil das ist nämlich immer so einer von den Ivaroks, die ich immer abfarme nach dem Blutmond. Aber die sind nämlich ziemlich von Vorteil, wenn man die bestimmten Ivaroks, wenn man bestimmte Ivaroks immer kennt, kann man die immer recht easy abfarmen, wenn man ein paar gute Waffen hat. Und das halte ich immer für einen sinnvollen Plan. Oh. Da haben wir einen Schwertling gefunden. Genau, da haben wir das auch noch geschafft. Ausdauerhonig. Noch ein paar neue Rüstungen und Waffen. Und unsere Waffen wieder ausgerüstet. Ich würde übrigens empfehlen, wenn ihr Ivaroks machen wollt, nehmt euch immer große Waffen. Also Waffen, zweihändige Waffen. Weil damit macht ihr am meisten Schaden und dann macht am besten diesen Dreher. Das ist am besten eigentlich, um die Ivaroks zu plätten. Mist. So. Haben wir auch gleich den Dinger ein bisschen safer gemacht. Ein Zitterling. Oh, Maxi Rübe. So. Jetzt haben wir das alles. Die haben doch hier bestimmt irgendwo ein Feuer, an dem ich mich ausruhen kann, oder? Muss ich jetzt echt an den, bei denen pennen? Nee. So. Mal ein bisschen was zu essen kochen. Und ja, ich mache absichtlich nur 4. Alles weitere wäre Verschwendung im Moment. So, bis mittags. Ja, ich würde nämlich gerne gleich eine Quest hier machen und beenden und dann würde ich auch den Stream beenden. Und zwar haben wir hier einen kleinen Jungen. Oder ein kleines Mädchen. Und wird gemacht. Dieses kleine Mädchen möchte, dass ich so ein Fass zum Fliegen bringe.
Und das ist eigentlich relativ einfach, wenn man Octorox-Ballons hat. Ich weiß jetzt aber nicht, zwei gereichen, glaube ich halt. Scheiße, ich glaube, zwei reichen nicht. Reicht's denn immer? Ja, okay, jetzt reicht's auf gar keinen Fall mehr. Die Sache ist, ich bräuchte eigentlich nur ein paar Octoroks. Ich weiß, dass da hinten welche waren, aber die habe ich schon gekillt. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Octorok-Ballons, dann müssen wir die da dranhängen, dann fliegt das fast weg. Und darauf steht das kleine Mädchen und die mag das dann und dann, ja. Ist sie glücklich. So, dann würde ich sagen, wir speicherkowskien mal. Gut. So, und dann würde ich mich tatsächlich auch bei euch verabschieden. Weil, ja, es ist schon fast 2 Uhr. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream-Video wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Drache. Und haut rein. Tschö, tschö.